schon wieder. Dann komm mal her. Aufgepasst. Handeln. Du brauchst, kriegst Zeugs. Tesla-Gewehr, kriegst du auch, kriegst du. Oh, der kann auch nicht mehr tragen. Gar nicht. Wir haben nämlich keinen. Kapitänsmütze, was haben wir hier? Vor Tagen. Oh, kann die Tür nicht einfach so auf sein. Oh. Was muss ich eigentlich jetzt noch machen? Verlasse den Hangar. Da oben. Was haben wir hier noch? Ah. Okay. Dann haben wir es ja geschafft. Warte mal. So, dann gehen wir mal hier raus. Ach ja, lass mal die erstmal labern und wir spawnen mal zurück. Ja, machen wir eine schnelle Reise zurück nach der Hauptgegend. Und da werden wir mal ein bisschen den Schrott wegschmeißen und dann mit meiner Begleiterin reden. So. Erstmal hier Schrott einladen. Komm mal her. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Ich weiß es auch nicht. Aufgepasst. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Jo, dann gib mir mal alles. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Schauen wir mal. 619, oh Gott. Können wir uns nur langsam bewegen. So. Die ganzen Mods machen wir hier auch gleich rein. Den Spaß. Nee. So. Und dann gehen wir nach da hinten. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Oh mein Gott. Wie sieht das eigentlich von außen aus? Wieso leuchte ich so? Ah, schnell wieder rein. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Oh nein. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Mhm. So. Dann steigen wir mal aus meiner Rüstung. Nee, wieso habe ich so einen Kopf? Den Fusionskern nehmen wir mal raus und dann schmeißen wir mal alles weg, was wir nicht brauchen. Die Brust, Roboter-Brustteile behalten. Dann habe ich da auch was Robustes. Das kommen wir weg. Robust, verstärkt und emailliert. Standard. Ohne Extras.
da rechtes Bein, aber das robuste. Rechter Arm brauchen wir ein. Linkes Bein brauchen wir. Linker Arm brauchen wir gar keins. Und Brustteile brauchen wir auch keine. So. Oh Gott. So. Und hier noch. Agrestron. Agro, was auch immer. Elektrifiziert. Ja, schmeiß mal weg. Fatman brauchen wir nicht. Das auch. Das auch. Was ist das? Mr. Handy Sim-Klinge. Kann ich noch elektrifizieren? Brauchen wir auch nicht. Cool. Was haben wir denn hier? Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ein Schuss wirkt aber wohl eher nicht. Verbessert Feuerrate unterlegen. Machen wir das doch mal. Behalten wir das. Dann das können wir weg. Was gibt's? Das Junkies Minion, das können wir weg. Ja, spring nicht immer zurück. So, Transfer. Fast haben wir's. Dann probieren wir das doch mal gleich. Warte mal, wie sieht das Ding aus? Warte mal, wo war sie? Taktisch. Naja, die soll es nicht rauswerfen. Cool. So, dann bauen wir mal hier noch so eine Rüstungsding für den. Kann ich das bauen? Kann ich noch nicht. Ah, fuck. Konnte ich mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Na gut. Dann lassen wir den erstmal da stehen. Dann packen wir mal hier noch die komischen Power-Rüstung-Teile hin. Da habe ich glaube ich haufenweise von. Das ist schön. So. Dann rechte Bein hier hin. Und dann haben wir die linken Arm. Können wir den hier unten? Ja, können wir. So. Dann noch das Ding. Stellen wir mal hier daneben. So. So. Dann haben wir das alles. Was haben wir jetzt noch? Ah, was macht denn hier so viel Gewicht aus? Ja, reden wir erstmal mit dir. Ja, Ada. Der
verletzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben Sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum Sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Sinn. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Oh, muss ich mich jetzt noch um Roboter kümmern? So darfst du nicht denken. Deine Persönlichkeit hilft dir, kreativ zu denken. Ich hatte meine Persönlichkeit immer als Last angesehen, aber offenbar habe ich das falsch betrachtet. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Jo, bitte. Habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Baue Jezebel in einen Körper. So, dann machen wir das doch noch. So. Dafür bauen wir einen neuen. So, da haben wir ihn. Kopfrüstung. Oder wie sieht das aus? Ja, kriegt hier so ein Ding drum. So, Frontrüstung. Rüstung, zack. So, da. So, rechter Arm. Schade. Ja, der Flammenwerfer. Beine. Oder? Ja, eine Protektron. Oder wie sieht das aus? Oh, das sieht aber ziemlich cool aus. Aber ja, das sieht sexy aus. Ne? So, dann machen wir jetzt die weibliche Stimme.
Klar, das wäre super. Verstanden. Persönlichkeitssubroutine wird aktiviert. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Komm, wir brechen auf. Ausgezeichnet. Ich werde stets mein Bestes tun. Ela, die bleibt hier. Ah, Jezebels Kopf müssen wir da nehmen. Nehmen wir doch. Und der Rest bleibt gleich. Interessant. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schraubbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Die ist aber echt nett. Entschuldigt, Eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt. Also fiel die Aufgabe stattdessen mir anheim. Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Warum hat General Atomics dich so unkooperativ gemacht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin ein hochmodernes Modell mit einer Leistungsbewertung, die Mr. Handy da drüben wie ein besseres Monster aussehen lässt. Wenn ich Anweisungen erhalte, erfülle ich diese ohne Fragen und Fehler. Also, haben Sie noch weitere lächerliche Fragen auf Lager? Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist, unglaublich gut im Programmieren, ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Irgendwie hast du die Definition von helfen nicht ganz begriffen. Helfen. Etwas geben oder bereitstellen, was zum Durchführen einer Aufgabe oder Befriedigung eines Bedürfnisses benötigt wird. Ich befolge exakt meine Befehle. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach, aber angesichts Ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass Sie es nicht verstehen. Und du bist gleich Hirnpastete, wenn du mir nicht sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme. Kein Grund, unhöflich zu werden. Oh, ich bin unhöflich. Am Arschkeule. Yay! Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Und geh halt. Jetzt bin ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. So, nächstes Level up. Wunderbar. Dann, müssen wir jetzt wahrscheinlich mit Ada reden und das machen wir dann auch gleich.